So, ich grüße euch. Wir sind wieder da mit einem neuen Video. Und heute geht es eben nicht wie das letzte Mal um die Plattenträger, sondern um die Kleidung. Die habt ihr in den Plattenträger-Videos schon kurz gesehen. Und heute möchte ich euch das mal vorstellen, denn das ist unsere neue Bekleidung. Und zwar ist das die neue Version der T-Video und das neue Combat-Shirt. Und die haben wir ein bisschen überarbeitet. Bevor ich auf die Details angehe, möchte ich kurz noch zu was Generellem kommen. Und zwar ist es so, wir updaten die Bekleidung nur in ziemlich großen Abständen. Und viele von euch hatten uns eben angeschrieben, könnt ihr nicht ein paar mehr Taschen machen? Könnt ihr nicht die Metallknöpfe weglassen, weil die stören mit Plattenträgern etc. Und das ganze Feedback haben wir auch gesammelt. Aber was wir nicht möchten ist, dass wir jedes halbe Jahr ein neues Update der Hose rausbringen oder des Combat Shirts, weil das hieße dann, die Version von vor einem halben Jahr war ja eigentlich noch nicht fertig. Weil wenn wir nur ein halbes Jahr brauchen, um ein neues Feature reinzupacken, dann hätten wir auch ein halbes Jahr warten können und das Feature gleich mal mit reinpacken, wenn wir das Bekleidungsstück releasen. Deswegen lassen wir uns Zeit und bringen die Artikel dann quasi fertig, so wie wir sie wollen, so wie es unser Konzept war, eben in den Shop. Und nach einigen Jahren schauen wir dann, okay, was hat sich getan, was hat sich an Feedback gesammelt, was können wir besser machen, und dann gibt es quasi eine neue Generation oder eine andere Version. Manchmal gibt es ja dann auch Generationen, die nebeneinander laufen, dann gibt es die einfachere Version und die komplexere Version. Aber generell ist es für uns wichtig, nicht irgendwie im Halbjahrestakt oder im Quartalstakt Updates zu der Ausrüstung, zur Bekleidung zu bringen. Weil das ist für uns zum einen eigentlich halbgar und zum anderen ist es auch für uns gegenüber dem Kunden eigentlich nicht vertretbar, weil damit sagen wir ja, okay, das, was du vor einem halben Jahr gekauft hast, das war noch gar nicht so gut, aber jetzt haben wir es hier in gut und kauf es bitte nochmal. Und das ist einfach nicht unser Stil. Wir möchten was auf den Markt bringen, in den Job nehmen, was gut ist und was euch eben wirklich weiterbringt. Und ja, auf dem Level sind wir jetzt heute hier mit der Einsatzbekleidung und die möchte ich euch jetzt im Detail mal vorstellen. Wir fangen beim Combat Shirt an, weil beim Combat Shirt hat es die wenigsten Details oder die wenigsten Änderungen gegeben, weil ein Combat Shirt ist ein so simpler Bekleidungsgegenstand, da kann man das Rad nicht neu erfinden. Aber wir haben zwei Sachen am Combat Shirt geändert, die uns wirklich wichtig waren. Wir haben hier die Oberarmtasche ein bisschen größer gemacht. Ja. So. Und wir haben die Oberarmtasche mit Wasserablauflösen versehen. Gerade für Milsim-Spieler durchaus interessant. Die andere Sache, die wir am Combat Shirt geändert haben, ist, wir haben hier einen Einsatz mit Netzgewebe. Und den haben wir nicht einfach nur unter der Achsel, sondern wir haben den auf der kompletten Breitseite. Weil, wenn du einen Plattenträger trägst, dann ist meistens die Seite offen. Das heißt, an der Seite ist der meiste Raum für Ventilation. Wenn du irgendwelches Netzgewebe im Brustbereich hast, also hier drin, dann wird es trotzdem an den Körper gepresst. Und wenn es an den Körper gepresst wird, dann ist das Ganze von der Ventilation eigentlich schon wieder hinfällig. Weil dann gibt es keinen Raum, wo Feuchtigkeit, Wasserdampf quasi raus kann. Deswegen haben wir gesagt, da, wo der Plattenträger am offensten ist, da muss die Ventilation hin. Und deswegen haben wir nicht nur ein Stoffstückchen hier unten reingemacht, sondern wirklich komplett bis runter, geht also jetzt quasi auch in der Hose weiter. Die komplette Seite ist hier offen. Das ist eigentlich schon das Combat Shirt. Und bei der Hose haben wir hauptsächlich die Taschenanordnung geändert. Wir haben ein paar kleine Details geändert, damit die Hose noch besser sitzt. So zum Beispiel die Klettverschlüsse, um die Knieschoner anzusetzen. Hier, die sind schmäler geworden, die tragen nicht mehr so auf, die verheddern sich nicht so leicht. Und die Kniepads sind gleich geblieben. Was wirklich neu ist, wir haben die Beintasche hier ein Stück nach hinten versetzt. Nicht so weit nach hinten, dass es euch beim Sitzen stört, aber so, dass sie in der Bewegung quasi aus dem Hauptwinkel der Bewegung raus ist. Klingt jetzt ein bisschen blöd. Das heißt ganz einfach, wenn ihr euch bewegt und habt schwere Sachen in dieser Tasche, dann
schwankt die nicht so mit. Das sorgt für weniger Ermüdung beim Laufen, gerade wenn ihr viel sprintet. Das heißt, am Ende des Tages ein bisschen weniger Muskelkater. Und es ist immer noch gut erreichbar. Also, ihr kommt hier ohne Probleme an alles ran. Die Tasche wird mit Klettverschlüssen verschlossen und ist so gemacht, dass auch wenn ihr sie nur halbherzig zumacht, weil es schnell gehen muss, fällt in der Regel nichts raus. Was komplett neu ist, ist diese Tasche hier. Die haben wir vorne auf den Oberschenkel gesetzt. Die ist groß genug für ein wirklich großes Smartphone oder für iPad, für Snacks, für Munition, was ihr einfach schnell braucht. Und da war es uns eben wichtig, dass ihr diese Tasche immer nutzen könnt. Und deswegen hat die einen kleinen Clou. Das zeige ich euch mal kurz in der Seitenansicht. Und zwar könnt ihr hier die Tasche mit dem Klettverschluss lösen und komplett bis auf die andere Seite durchgehen. Schaut jetzt im Video ziemlich lustig aus. Ich sehe auch gerade, dass mein Kamerapartner jetzt gerade das Lachen unterdrücken muss. Sieht jetzt prinzipiell mal ziemlich schräg aus, aber der Hintergrund ist, ihr könnt Gurte durchführen. Ihr könnt den Gurt vom Oberschenkelholster oder auf der anderen Seite in der Dropleg-Plattform, wenn ihr da vielleicht ein erweitertes Medic-Kit habt, oder ihr habt einen Dump-Pouch, der mit einem Oberschenkelgurt gesichert wird, dann geht der nicht über die Tasche, sondern der geht unter die Tasche. Oder wenn ihr wirklich in größeren Milsim-Operationen seid, wo ihr auch klettert, dann könnt ihr hier die Klettergurte nicht über die Tasche, sondern unter der Tasche durchführen. Das heißt, selbst mit angelegtem Sitzgurt kommt ihr noch problemlos in die Tasche. Die Tasche ist doppelt gesichert. Ihr habt die großen kanadischen Knöpfe. Ihr kommt gut mit Handschuhen auch rein, also die Tasche ist wirklich groß. Auf die Schnelle könnt ihr es mit dem Klettverschluss zumachen. Und damit es sich unterwegs nicht öffnet, könnt ihr es dann noch mit diesen Canadian Style Buttons schließen. Das ist mit einer der Hauptneuerungen der Hose. Wie von euch gewünscht, haben wir auch die Knöpfe durch Klettverschlüsse ersetzt. Das heißt, ihr habt hier im Plattenträgerbereich überhaupt keine Druckstellen mehr. Und die Hose ist damit nochmal ein Ticken bequemer geworden. So wie alle anderen BX-Hosen habt ihr hier auch die volle Weitenverstellung. Das heißt, ihr macht nicht nur hier oben den Bund enger, sondern ihr macht diesen ganzen Bereich, könnt ihr verstellen. Da haben wir jetzt auch eine Neuheit gemacht, das seht ihr jetzt aber nicht hier im Video, das seht ihr bei uns im Shop. Und zwar, wenn ihr auf die Größentabelle klickt, dann habt ihr nicht mehr ein starres PDF-File, wo euch die Größen erklärt werden, sondern wir haben eine extra Unterseite gemacht für die Größen von Hose und Combat Shirt, bei der alle wichtigen Maße erklärt sind. Das heißt, die Beininnenlänge ist gezeigt, die Armlänge ist gezeigt, wie ist die Schulterbreite bei den Combat Shirts, wie ist der Oberschenkelumfang bei den Hosen etc. Das haben wir da alles für Hose und Combat Shirt getrennt aufgeführt. Das heißt, das sind zwei Unterseiten. Da könnt ihr euch wirklich detailliert informieren. Und was wir jetzt auch neu gemacht haben, durch den verstellbaren Bund haben wir eben auch mit in die Tabelle gepackt, von wo bis wo der Bund einsetzbar ist. Denn das System ist so flexibel, dass man sagen kann, jemand, der kürzer ist und ein bisschen breiter, kann durchaus die M anziehen und macht die dann weiter. Und jemand, der länger ist, aber ziemlich schlank, der also mehr Beinlänge braucht, der kann auch zur L greifen und macht einfach den Bund enger. Dadurch haben wir quasi so ziemlich ein One-Size-Fits-All-System entwickelt, bei der alle sechs Größen auch die Zwischengrößen, das heißt kurze Größen, lange Größe, mit abdecken. Das war uns einfach wichtig, dass wir da nicht einfach mit ja, quasi Friss- oder Stirb-Mentalität einfach irgendwas auf den Markt werfen und sagen, naja, das passt schon. Im Zweifel sind die Beine ein bisschen zu kurz oder zu lang oder irgendwas klemmt. Und zwar wichtig, dass das einfach passt. Wir haben das ja bei den Plattenträgern jetzt schon gemacht, mit den zwei verschiedenen Größen. Bei der Bekleidung ziehen wir jetzt hier nach. Und damit wir das eben auch sauber kommunizieren, gibt es die neuen Seiten dazu. Generell ist bei der Bekleidung nach wie vor der Stand, es ist immer noch Ripstop. Es ist immer noch ein Polyester-Baumwolle-Gemisch mit einem relativ hohen Polyesteranteil. Das hat einfach den Grund, der Stoff trocknet nicht so langsam wie reine Baumwolle. Und es ist einfach hygienischer, es ist leichter zu waschen. Und um es jetzt mal ganz flapsig zu sagen, es stinkt nicht so schnell. Beim Combat Shirt ist es auch wieder so, der Torso ist wieder aus einem Viskosestoff, einer Mischung aus Baumwolle und antibakteriellem
Bambusstoff. Das heißt, der ist an sich antibakteriell. Und der Ärmel- und Kragenstoff ist nach wie vor das bewährte Ripstop. Ja, das ist das neue Bekleidungssystem, das wir jetzt, ich sage jetzt mal, vorsichtig in die nächste Generation oder in die nächste Runde gehoben haben. Wird bei uns im Shop sein, in Multicam, in Pencott Green Zone, in Olivgrün und natürlich in Flecktarn im Tarndruck 5 Farben. Wie alle unsere Produkte. Und wir machen das live, wir machen das in einem Take und wir schneiden auch nicht. Wir freuen uns auf euer Feedback. Sagt mal, was ihr von den Änderungen haltet. Meldet euch bei uns und wenn ihr wieder Feedback habt, dann schickt es uns. Und auch dieses Feedback wird irgendwann in die nächste Generation einfließen. Jo, das war es eigentlich schon. Freue mich, dass ihr dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.